von der Meerschweinchenfarm.at. Eine Tüte Urlaub. Ja, was habt ihr denn hier da? Bobi, was ist denn das? Schauen wir mal. Eine Tüte Urlaub. Da hat schon einer eins aufgemacht. Moment einmal. Warte mal, schauen wir mal. Ah. Ja, wer hat denn das hergelegt von euch? Hallo, du? Schauen wir mal. Der nächste Urlaub kommt bestimmt. Aha. Ein kleines Büchlein, mehr geht immer. Geschichte von der Emily. Okay, und? Lade dich selbst ein auf eine Urlaubsreise ohne Zeit und Geld. Und das kann man gleich machen, oder wie? Ja, da gibt's Aufkleber dazu. Schau dir das einmal an. Juna, du gemacht. Aha, okay. Ah, ich verstehe schon. Ihr wollt's mir wieder unterstützen. Meine Meerschweinchen und ich, wir sind eingestellt auf Geben und Nehmen, Ausgleich. Und sie haben sich anscheinend was einfallen lassen und was gebastelt für dich und dich und dich und mich. Und klar geht's wahrscheinlich einer darum, dass nur ganz viele andere von der Meerschweinchenfarm erfahren, weil sie so viel ihr Glück da irgendwie finden. Und ich mache es ja so, ich nehme Meerschweinchen auf. Und meistens mein klassischer Fall ist, wenn der Partner gestorben ist. Und dann dürfen sie einfach so lange da bleiben, ich lerne es kennen, bis halt einfach sie wieder wer meldet und sagt, du, mein Partner ist gestorben, ich brauche da passendes Partnertier dazu, Frieda. Und ja, so ist halt der Kreislauf eigentlich irgendwie so da. Martimor, du? Natürlich, meine Meerschweinchen, mittlerweile sind sie jetzt mit den ganzen Betreuungen und alles sicher, ich sage jetzt einmal circa, meine Listen muss ich mir erst wieder heute fortführen, um die 70, 80 Meerschweinchen. Alle mit Namen, versteht sich. Gell, das ist ein Auftrag an mich. Wenn ich das nicht mehr weiß, dann habe ich zu viel. Dann habe ich mehr Schweinchen und das geht nicht. Weil jeder seine Persönlichkeit ist. Geht nicht. Wolke, hallo. Und ja, und so möchte ich euch einladen. Wer eine Tüte Urlaub möchte von der Meerschweinchenfarm, dem schicke ich gerne so ein Paket zu mit Aufklebern. Da werden einige Aufkleber drinnen sein. Ein kleines Experiment. Urlaubsreise ohne Zeit und Geld, wie man sie einfach voll in die Energie begibt, in den Fluss begibt, sie selbst seine Energie steigern kann. Und die Emily mit dem Kleber, mehr geht immer, erinnert euch natürlich immer dabei. Also so viele Aufkleber wie möglich, Badezimmer, Küche, Auto, verteilen, verschenken, damit wir ja immer mehr irgendwie in dieses Leben, Lieben, Lachen wieder reinkommen, wir Menschen. Und ich denke mal, wir sollen uns an der Hand nehmen und wir sollen zusammenhelfen, einfach ganz einfach. Ja, wer so eine Tüte geschenkt haben will, der schreibt mir bitte eine E-Mail mit bravo@meerschweinchenfarm.at und schreibt einfach eine Tüte Urlaub, Adresse dazu und ich schicke ihm so ein Paket. Und natürlich war es voll, voll cool, wenn es, ist aber keine Pflicht, gell, ich tue das einfach übergeben und nehmen ausgleichen. Wer sagt, ja, boah, finde ich lässig, da spende ich ein bisschen was zur Farm dazu, da freue ich mich natürlich über ein kleiner Betrag, schon 1 Euro ist ein Wahnsinn, weil es einfach, ja, ich muss mich auf den Winter vorbereiten, sagen wir es einmal so, und ich mag einfach nicht mehr zurückgehen, irgendwie von dieser Fülle jetzt. Und ja, betteln mag ich nicht, das auch nicht, sondern ich gebe gern was zurück, und darum lassen wir uns immer wieder Sachen erfallen, die was ich echt gerne schicke. Also dann, tschüss von der Meerschweinchenfarm.at. Wick, wick!